Der Pico Arieiro, der dritthöchste Berg der Insel Madeira. Im Winter ist er oft in Wolken gehüllt, was wir schmerzlich bemerkten. Erst beim dritten Anlauf war er am Nachmittag wolkenfrei. Wir waren hellauf begeistert von dem Blick, der sich uns bot. An der Kombination aus den schroffen Felsen, den Abgründen und dem Spiel der Wolken konnten wir uns gar nicht satt sehen. Als die tiefstehende Sonne unseren Schatten in die Wolken warf, hatten wir ein wunderschönes Naturphänomen. Die Chinesen nennen es Buddha-Licht. Ah, heute ist es so schön, dass wir auf dem Sand sehen können. Das ist der Weg zum Pico Ruivo. Es ist immer noch dick in den Wolken. Ob das noch was gelingt heute, weiß ich nicht. Ähnlich erging es uns auf dem Weg zum Pico Ruivo. Man kann ziemlich weit mit dem Auto fahren, aber muss vom Parkplatz aus noch circa 3 Kilometer auf den Gipfel laufen. Ab ca. 1600 Höhenmeter war die Sicht dann frei, die Sonne kam durch und wieder wurden wir mit einer wunderschönen Fernsicht belohnt. Auch war der Blick frei auf den Pico Arieiro mit seiner schrecklichen Radarkuppel. Die Wanderwege, zumindest soweit wir sie benutzt haben, in dieser Region waren einwandfrei. Thank you.
Nach so vielen Gipfeln mit den schönen Ausblicken haben wir auch noch einige Levada-Wanderungen gemacht. Wir hatten etliche Regentage während unseres Urlaubs, sodass zum Wandern doch nur wenig Zeit übrig blieb. Sieht man die Straße zum Forsthaus Rabassal. Diese Wanderung zum Risco-Wasserfall ist sehr beliebt und im Sommer wohl auch stark frequentiert, aber jetzt im November waren doch nicht so viele Wanderer unterwegs. Romantische Speisung der Levada. Offensichtlich gibt es auch einen Weg, der zu dem Beginn des Wasserfalles führt. Und endlich konnten wir die kleinen Vögel, ich nehme an, es sind eine Art Buchfink, mal in Ruhe filmen, sonst waren sie immer gleich wieder weg. Ja, das ist doch schön. Ja, ich möchte noch einmal ohne die Jacke. Diese Levada bei Quemaidas hat uns am besten gefallen. Allerdings haben wir auch nicht so viele erwandert. Diese alten Bäume haben mich fasziniert. Ja, das ist ein Mammutbaum und er braucht natürlich Mammutwurzeln. Hier kam auch einmal ein bisschen Wasser von oben, durch das wir hindurch mussten. War aber nicht so schlimm. Schnell, hinter dir kommen Leute. Ups. Und dann wurden wir auch noch durch einen schönen Wasserfall belohnt. Tja, was soll ich dazu sagen? Übermut? Und hier gelang es uns auch, eines der Fischlein in den Levadas zu filmen. Es gibt nicht so viele, aber die meisten sind
sobald wir in die Nähe kamen, davongeschossen. Das ist die Forellenzucht und auch das Restaurant Ribeira Frio. Wir sind dann ein Stück die Levada Furado entlang gegangen. So wird die Levada nachgefüllt. Noch ein Zufluss zur Levada. Manchmal wird es auch eng hier. Manchmal war es auch ein bisschen eng. Aber niemals war es gefährlich oder dass man Schwindelgefühle bekam. Auch das hier eine Levada-Speisung. Da die Levadas kaum ein Gefälle aufweisen, waren die Spaziergänge sehr angenehm. Insbesondere Jormin hat sich darüber gefreut. Ein schlechtes Beispiel für uns ist die Levada do Paul. Wir haben sie schnell wieder verlassen. Diese Levada gefällt mir überhaupt nicht. Einmal ist der Wasserkanal völlig zugeschüttet mit Müll und Schmutz. Und zum zweiten sind wir in den Wolken. Und zum dritten ist es langweilig. Deshalb drehen wir hier um und suchen uns einen anderen Weg.